Neue Arbeitskollegen, neue Pflanzen, sogar neues Essen. Neue Technologien verbessern, wie wir leben und arbeiten. Sie eröffnen uns neue Chancen für jeden Einzelnen und die gesamte Gesellschaft. In Zeiten immer neuer Technologien soll Deutschland an der Spitze bleiben. Dafür beschleunigen wir jetzt Forschung, Innovation und Transfer. Das ist mein Ziel als Bundesforschungsministerin. Diesen Sommer bin ich dafür kreuz und quer durchs Land gereist, zu den innovativsten Forschern und spannendsten Projekten. Denn ich will die besten Ideen sehen und fördern, um Innovationen schneller in die Umsetzung zu bringen, um so Wachstum und Wohlstand zu stärken. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie. Sie wird alle Branchen und Bereiche durchdringen. Bei Stuttgart und Tübingen entsteht gerade ein deutsches Cyber Valley. Hier arbeiten Forschungseinrichtungen und Unternehmen gemeinsam an der KI der nächsten Generation. Zum Beispiel bringen Forscher diesem Roboter bei, in der Landwirtschaft zu helfen. Das macht sie nachhaltiger. In Berlin stand für mich das KI-Ökosystem im Fokus. Wie schaffen wir beste Bedingungen für junge KI-Startups? Am Berliner AI Campus habe ich mich dazu mit erfahrenen Gründern ausgetauscht. Sie haben schon viele erfolgreiche KI-Unternehmen an den Markt gebracht. Wir wollen die enormen Chancen von KI in Deutschland und Europa nutzen und mögliche Risiken minimieren. Dazu setze ich mich für eine kluge Förderung und klare Regeln ein. Wir wollen in Deutschland noch mehr Chancen durch KI nutzen.